Sehen Sie, ich kam aus einer rein akademischen Tätigkeit. Und in der Hinsicht hat das Jahr 33 bei mir einen sehr nachhaltigen Eindruck gemacht. Und zwar erstens positiv und zweitens negativ. Oder ich möchte sagen, erstens negativ und zweitens positiv. Man denkt heute oft, dass der Schock der deutschen Juden 33 sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft, kann ich sagen, dass das ein kurioses Missverständnis ist. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch, es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch. Davon konnten wir doch nicht 33 schockartig überrascht sein. Sie meinen, der Schock lag im Jahr 33 darin, dass es vom allgemeinen Politischen ins Persönliche gewendet wurde? Nein, nicht mal. Erst das auch. Erstens wurde das allgemein Politische ja eine persönliche Schicksal, sofern man herausging, nicht? Ja. Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten. Ja. Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Was damals in der Welle von Gleichschaltung, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreibend. Nie wieder. Nicht? Ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte an. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich war ja natürlich nicht der Meinung, dass also nun deutsche Juden oder deutsch-jüdische Intellektuelle, wenn sie in einer anderen Situation gewesen wären, als in der sie waren, sich wesentlich anders verhalten hätten. Der Meinung war ich nicht. Ich war der Meinung, das hängt mit diesem Beruf zusammen. Ich spreche in der Vergangenheit, ich weiß heute mehr darüber als damals. Ich wollte Sie fragen, glauben Sie das noch? Ja, wissen Sie, nicht mehr in dieser Schärfe. Aber das ist im Wesen dieser ganzen Sachen liegt, dass man sich sozusagen zu jeder Sache etwas einfallen lassen kann. Die Leute sind doch, sehen Sie, dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übel genommen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubten. Für kurze Zeit, manche für sehr kurze Zeit. Das heißt, zu Hitler fiel ihnen was ein. Und zum Teil ungeheuer interessante Dinge. Nicht? Ganz fantastisch interessante und komplizierte. Und hoch über dem gewöhnlichen Niveau schwebende Dinge. Das habe ich als grotesk empfunden. Das heißt, sie gingen ihren eigenen Einfällen in die Falle, würde ich heute sagen. Nicht? Das ist das, was passiert ist. Das habe ich damals nicht so übersehen.